sind am Hauptsitz von der Firma Recontec. Die Firma Recontec ist im Bereich Baudienstleistungen tätig und das Kerngeschäft ist die störungsfreie Prüfung. Wir sind von einem Spital kontaktiert worden, wo ein Problem gehabt im Untergeschoss, und zwar ist es um eine Sanierung gegangen von einer Deckenabstützung. Und dort ist es darum gegangen, dass man das Fundament muss platzieren in der Bodenplatte. Man hat aber dort gewusst, dass ein Rohr verläuft mit wichtigen Datenleitungen und die hat man nicht tangieren. So haben wir den Auftrag gefasst, herauszufinden, wo das Rohr verläuft in dieser Bodenplatte. Und wir haben das tatsächlich herausgefunden mit dem GPR von der Prosec. Wir haben das Rohr können darstellen und die gewünschten Daten als Ingenieurbüro liefern. Gut, wir haben hier den Grundrissplan von dem Untergeschoss, wo es darum gegangen ist, die Rohrleitung darzustellen, die nicht sichtbar war. Wir haben in diesem Bereich den Schacht, wo das Rohr mündet. Und wir haben dann im Verlauf von dem Rohr die Scans aufgenommen, jeweils die 60er-Scans mit dem GPR. Und wir haben das Rohr gefunden in einer Tiefe zwischen 30 und 45 cm und haben die Daten können liefern das Ingenieurbüro zum Weiterarbeiten. Wir sehen auf dem Display den ersten Scan, den wir direkt bei dem Schacht gemacht haben. Das ist jetzt die Notposition, Auflage auf der Betonplatte. Und wir können jetzt in dieser Betonplatte durchabfahren und werden dann auf verschiedene Objekte stoßen. Sie sehen jetzt im unteren Bereich Bewährung, die zum Vorschein kommt, dritte und vierte Lage. Wir gehen dann weiter, sind jetzt bereits etwa 25 cm Tiefe und gehen bei dieser Bodenplatte jetzt unten raus zum Beton aus und unterhalb von dieser Betonplatte ist dann plötzlich das Rohr sichtbar geworden, das wir gesucht haben. Wir haben viel eine grössere Einsatztiefe, weder beim Gerät, das wir sonst im Einsatz haben. Also wir reden hier von einer Tiefe von 70 bis 80 cm. Und das ist natürlich genial.